In unserer Podcast-Reihe Menschen für Menschen, die auf der Seite gemeinsam in Bonn über Projekte, über Einrichtungen und über Institutionen informieren will, die in besonderer Weise in der Situation von Corona, der Pandemie, für Menschen in Bonn da ist, habe ich heute eine ganz besondere Gesprächspartnerin, die viele von Ihnen vielleicht auch schon kennen. Es ist Heidi Ruster, die Leiterin der katholischen Ehe, Familie und Lebensberatung in Bonn. Guten Abend, Heidi Ruster. Guten Abend, Herr Dr. Sabel. Ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie sind nicht zu sehr persönlich von der Pandemie betroffen. Nein, gar nicht. Mir geht es sehr gut. Vielen Dank. Dasselbe hoffe ich von Ihnen. Ruster, Sie leiten die EFL, die katholische Ehe, Familie und Lebensberatung. Zuvor wir darüber sprechen, was Sie in diesen Zeiten mit dieser Einrichtung tun können, wie Sie bei den Menschen sein können. Meine Frage: Was ist die EFL eigentlich? Das ist eine öffentliche Beratungsstelle, die einen Beratungsservice kostenfrei für alle Bürger und Bürgerinnen in Bonn und Umgebung anbietet, für im Anliegen ihrer Beziehungen. Wir stehen ein für gelingende Beziehungen, da wo es mal Spannungen gibt, Konflikte im Paar, aber auch wenn jemand in Spannung mit sich selber lebt, einen Konflikt erlebt. Dann ist er bei uns richtig und willkommen. Und wie stelle ich mir das vor? Wie viele Leute sitzen dort? Wie viele Mitarbeiter haben Sie? Wie sind die qualifiziert? Was haben die für Hintergründe? Ja, also wir sind ein recht großes Team. Wir haben sechs Beraterinnen, die festangestellt sind. Daneben kommen aber auch noch freie Mitarbeiter zur Hilfe. Wir haben nämlich immer eine lange Anmeldeliste. Diese Stelle ist sehr zentral eingerichtet gegenüber vom Münster in der Gerhard-von-Ahre-Straße, also mitten in der City, gut erreichbar. Und sie bietet vor allen Dingen viele Schutzräume. Wir haben eine ganze Menge Beratungsräume, auch einen großen Seminarraum. Und dort kann man ganz diskret für sich mit einer Beraterin im Setting oder mit dem Partner eine Beratungsstunde erleben. Für Paare machen wir das für 90 Minuten und dann für Einzelne eine. Also es ist ausreichend Zeit. Wir dürfen auch den Beratungsprozess so lange führen, wie es halt nötig ist. Und das gibt schon eine Freiheit. Muss man denn katholisch sein, um zu Ihnen zu kommen? Nein, das ist ein Angebot unserer Kirche für alle, egal jetzt welcher Konfession, welchem Stand, auch welches Geschlecht. Also wir sind sogar bemüht, in englischer Sprache Beratungen anzubieten. Wir können auch ein Dolmetsch für Gehörlose dazu holen. Also es ist wirklich breit aufgestellt. Wir bemühen uns, da jedem Anliegen und jeder Person zu entsprechen. Jetzt sind wir in einer ganz besonderen Zeit, wo das, was Sie beschreiben, nämlich einen Schutzraum für Menschen, die miteinander ins Gespräch gehen können, zu liefern, ja irgendwie gar nicht mehr möglich ist. Wir sind unter der Corona-Krise in der Situation des Kontaktverbotes. Was heißt das konkret für Ihre Arbeit, für Ihren Arbeitsalltag? Ja, das bedeutet eine komplette Umstellung. Wir leben vom Kontakt, vom Face-to-Face. Ich kann also einem Menschen auch noch mal ganz anders begegnen, eine andere Beziehung aufbauen. So war jedenfalls immer meine Idee von Beratung, dass es einfach wichtig ist, sich zu erleben, sich wirklich persönlich zu begegnen. Und es war immer lebendig bei uns auf den Fluren, im Wartezimmer. Und das alles ist wie ausgestorben. Wir haben die Beratungsstelle sogar schließen müssen. Das machen wir seit etwa Mitte der letzten Woche. Und das hat uns alle ganz schön auf zu Hause. Wir machen Homeoffice. Und siehe da, das, was wir anzubieten haben, kommt gut an. Wir haben unsere Klienten alle angerufen, informiert, dass es jetzt anders läuft, nämlich übers Telefon oder aber auch E-Mail-Verkehr. Mitunter chatten wir auch. Wir haben ja ein eigenes System der Online-Beratung anzubieten. Also da gibt es auf einmal Möglichkeiten. Das habe ich mir so gar nicht vorgestellt. Aber ja, es geht auch natürlich direkt in den Kontakt, da wo wir uns kennen. Paare stellen das Telefon auf laut und ich kann mit jedem persönlich sprechen. Das geht ganz gut. Und jetzt kommt diese Woche das erste Mal so auch Anrufe, die jetzt in der Situation in Konflikt geraten sind und melden sich, die kennen wir noch nicht. Und übers Telefon Vertrauen herzustellen, das glaube ich, ist die Herausforderung.
unter der wir stehen. Und siehe da, es gelingt auch. Es braucht natürlich anderen Anlauf, aber auf der anderen Seite wird man auch direkter, fokussierter. Man kann einfach so nachfragen und es steht auch so ein Wir-Gefühl. Ich glaube, da ist auch die Krise so ein bisschen ein Katalysator. Von wegen, das läuft jetzt so und das machen wir jetzt einfach so. Darf ich da kurz reinfragen? Sie sagen, jetzt kommen die ersten Personen zu Ihnen, wo die Konflikte innerhalb der Krise oder unter der Krise, der Corona-Krise aufgetreten sind. Können Sie schon etwas sagen dazu, wie sich Problemsituationen verändern unterhalb in der Corona-Krise? Merken Sie Veränderungen, was für Konflikte auftauchen, was für Fragen Ihnen gestellt werden? Also, jetzt geht's weiter. Also Konflikte, die schon immer da waren, die werden natürlich durch diese erzwungene Nähe nochmal im häuslichen Umfeld besonders sichtbar. Das, was immer schon da war, was aber auf die lange Bank geschoben wird, was man nicht unbedingt anfassen musste und sich dem stellen musste, weil man ja den ganzen Tag getrennt voneinander verbracht hat, das wird jetzt auf einmal doch sichtbar und das platzt vielleicht. Das kommt jetzt raus und man kann ihm nicht mehr so ohne weiteres aus dem Weg gehen. Und dann stellen sich natürlich verschärft diese Konflikte in den Weg. Gibt es aus Ihrer Sicht Warnsignale, auf die man achten sollte, wenn man jetzt zusammen als Familie viel mehr Zeit miteinander verbringen muss in den eigenen vier Wänden? Ja, also Warnsignale gibt es schon, wenn man zum Beispiel die Stimmung als mehr und mehr aufgeheizt, gereizt empfindet. Wenn die negative Kommunikation, also Anblaffen und ja, wenig freundlicher Umgang, also vorherrscht. Wenn also Menschen es nicht mehr gelingt zu lächeln, weil man hat sich ja schon 3000 Mal heute gesehen, dann wird es schon schwierig. Und wenn man auch anfängt, sich ein wenig gehen zu lassen, es fängt damit an, sich nicht mehr morgens richtig anzuziehen, sich nicht vernünftig zu begrüßen, sondern das alles für selbstverständlich zu nehmen, das wird wahrscheinlich eine schlechte Bedingung sein, die Stimmung hochzuhalten. Mhm. Also ich würde sagen, das, was vorher immer klar war, eine klare Tagesstruktur für Kinder und für Erwachsene, das muss jetzt alles jeden Tag neu erfunden werden. Das ist die Schwierigkeit. Damit kommen Sie im Grunde schon zu den Tipps oder vielleicht Ideen. Wer ist aus Ihrer Sicht besonders wichtig jetzt in dieser Zeit? So ein paar Grundregeln, Grundinstrumente, auf die man in der Familie achten sollte? Ja, also das mit der Tagesstruktur, das ist, glaube ich, schon ganz wichtig. Dass für jeden klar ist, was jetzt dran ist. Das setzt eine Planung voraus, vielleicht täglich oder aber stundenplanmäßig, dass genau eingegrenzt wird zwischen eben dem Homeoffice, dem Job, aber auch dem Freizeitverhalten. Dazu gibt es natürlich auch viel Schönes zu sagen, dass man viele Dinge jetzt mal gemeinsam machen kann. Ne? Dass man kreativ, sagen wir mal, auch das Kochen vergibt, ob man zu zweit kocht, ein Großer, ein Kleiner, zusammen sich dem Mittagessen stellt oder eben auch das Freizeitverhalten, wo sich jeder darauf freut, meinetwegen ab 5 Uhr oder vor dem Abendessen machen wir das erste Gesellschaftsspiel oder auch was Lustiges, dass man Sport zusammentreibt, das kann man auch zu Hause machen, sich ein bisschen anregen lassen und auch mit viel Freude und Humor dran gehen. Also das mit der Bewegung zum Beispiel ist eine ziemlich wichtige Sache, dass man große und kleine jetzt nicht einmotten auf dem Sofa und rumchatten oder die ganze Zeit ins Handy starren. Vielleicht meldet sich ja doch nochmal ein Freund. Also auch diese Dinge würde ich empfehlen, müssen irgendwie eingehalten werden. Wann pflegen wir unsere Kontakte? Und das darf auch jeder für sich machen. Damit komme ich zu einem anderen Punkt, dass man nicht alles gemeinsam machen muss und sollte. Es ist das Bedürfnis nach Freiräumen, das ist sehr unterschiedlich und sollten sich auch alle mal gegenseitig erzählen, vielleicht in der Minikonferenz, beim Abendessen, wie auch immer, ob das jetzt so gut läuft, wie es ist. Und da kann das auch sehr unterschiedlich laufen. Ne? Gibt es aus Ihrer Sicht Dinge, wo Sie sagen, das werden die wesentlichen Herausforderungen sein? Aus Ihrer Sicht als Beraterin, die viel mit Paaren, mit Familien, mit Beziehungsthemen zu tun hat,
Das wird das sein, was uns in den nächsten Wochen sehr beschäftigen wird und worauf wir in einer besonderen Weise achten werden müssen. Ja, das letzte war das Stichwort Achtsamkeit. Ich darf nicht, auch wenn die Gefühle authentisch sind, wenn sie kommen, sie sind da, aber nicht alles gleich auskübeln. Also ich empfehle sehr, zum Beispiel auch einen Ärger, den man hat, der auch berechtigt ist, vielleicht auch einmal auszusetzen. Zu lernen, nicht alles gleich in den Konflikt zu bringen, sondern auch mal drüber zu schlafen oder auch wenn Partner, Eheleute fragen, sie sich am Abend vielleicht mal zurückziehen und jeder am Laptop schreibt, was er dem anderen zu sagen hat. Was auch wirklich schief läuft, weil er sich anders wünscht, gerade für diese extremen Bedingungen, was es da auch noch für geheime Wünsche gibt. Also ganz viel, ich würde mal sagen, über diese Zeit in besonderer Weise die rosarote Brille anziehen, das heißt den anderen rosarot angucken. Nicht das, was mich schon immer aufgeregt hat oder die Marotten, die einem jetzt nochmal besonders entgegenkommen, manchmal ist es ja gar nicht mehr, dass man das mal versucht abzuspalten, wegzuschieben, sondern mit 5:1 im Verhältnis die positiven Dinge dem anderen mal zukommen lässt. Also wenn man ihm begegnet, auch mal wirklich einen Witz machen, lachen. Es geht auch um Alltagszärtlichkeiten. Also die kann man ruhig mal jetzt auch inflationär einsetzen. Das alles hilft, dieses Wir schaffen das schon und diesen Zusammenhalt zu stärken. Wir sind stärker als die Bedingungen, die von außen hier so bedrohlich wirken. Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann spürt man und hört man, dass Sie eine Beraterin sind mit ganz viel Erfahrung, mit einem großen Werkzeugkasten, der in Ihrem Hinterkopf sich befindet, was es an kleinen und an großen Gesten, an kleinen und an großen Veränderungen bedarf. Wie schlimm muss denn die Situation zu Hause sein, bis man sich bei Ihnen in der EFL melden darf und mit Ihnen direkt einmal reden kann? Ja, also wenn das nicht zu Hause gelingt, diese apokalyptischen Reiter, ne, wie Nörgeleien, Schimpfen, laut brüllen, Gereiztheit, wenn die sich mehren, ja, wenn das jetzt vielleicht mal 2-3 Tage so dauert, das kann ich aber kaum jetzt in ein Rezept fassen, sagen wir mal, diese Stressbedingungen sind sehr persönlich, sehr subjektiv und wir sind ja da. Von 9 bis 14 Uhr kann man uns immer und unsere ganz normalen Telefonnummer erreichen und verspreche hiermit, dass wir uns auch sofort zurückmelden. Ob das jetzt am gleichen Tag ist, kann ich auch nicht sagen, je nachdem, welcher Andrang ist. Aber eine von uns findet auf jeden Fall Gelegenheit, zurückzurufen. Bitte hinterlassen Sie einfach schlichtweg Ihre Telefonnummer oder Ihre E-Mail bei der Mitarbeiterin, die sich meldet. Das wird die Frau Nienhaus sein. Die geht ans Telefon immer von 9 bis 14 Uhr und wird uns dann informieren. Es gibt wirklich sehr schöne Ideen. Tatsächlich haben wir so einige Methoden im Köcher. Das machen wir ja nicht seit gestern. Und es ist auch eine gute Zeit, sich mal Dingen zu stellen. Der ein oder andere hat sogar etwas mehr Zeit. Und warum nicht für die Beziehung mal einsetzen und da mal nachgucken? Da haben wir wirklich schöne Coaching-Angebote auch für Paare. Liebe Frau Ruster, Sie haben uns gezeigt, wie man mit der Krise achtsam umgehen kann, und zwar mit den persönlichen kleinen Krisen und der großen, die uns umgibt. Sie haben uns Lust darauf gemacht, die EFL besser kennenzulernen. Und ich finde es wunderbar, dass es Einrichtungen wie Sie gibt, wie Ihre Einrichtung gibt und Menschen wie Sie, die hier in Bonn unterwegs sind und gerade in einer solchen Krise ansprechbar sind und mit viel Erfahrung reagieren können. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ja, ich danke auch. Vielen Dank, Herr Sagtesavi. Auf Wiedersehen. Tschüss.